So, hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Wir kommen heute zu Kapitel 1.6, Probleme lösen im Umfeld der Tangente. Tangente, was ist das nochmal? Ja, die meisten werden es wissen, aber wir sagen es einfach nochmal. Also, die Tangente ist eine Gerade, die die Funktion in einem Punkt berührt. Wir haben hier schon mal einen Graph einer Funktion vorbereitet. Wir nehmen hier mal einen Punkt raus, zum Beispiel den hier, nennen den Punkt P. Und P hat irgendwelche allgemeinen Koordinaten. Wir haben sonst immer da gesagt x0 und f von x0. Im Buch ist aber die Rede von u und f von u. Und da wir jeden beliebigen Buchstaben nehmen könnten, nehmen wir das so wie im Buch. Also u und f von u. So, die Tangente zeichnen wir ein. Tangente ist eine Gerade, deswegen nehme ich hier das Linientool und zeichne sie ein. Sie berührt den Graph der Funktion. Ja, das kommt ungefähr hin. So, und zum Tangente, das wisst ihr schon aus niedrigen Klassen im Endeffekt, da ist die Tangentengleichung, mach mal t für Tangente, Doppelpunkt, y ist m mal x plus c. Dabei war m die Steigung der Geraden und c der y-Achsenabschnitt. Okay, die Steigung der Tangente ist auch immer die Steigung der Funktion in dem Punkt, das heißt die Ableitung. Das heißt, man kann auch schreiben, m, schreibe es mal direkt runter, m ist f' an dieser Stelle, das heißt an u. Gut, was das im Genauen heißt und wie wir die Tangentengleichung rechnerisch kriegen, sehen wir jetzt anhand eines rechnerischen Beispiels. So, Beispiel 1. F von x ist x hoch 3 minus 2x² minus 2x plus 5. Bestimme die Tangente an den Graphen von f an der Stelle u gleich minus 1. Das könnt ihr jetzt auch wieder selber probieren. Pausiert hier wieder und dann zeigen wir euch die Lösung. So, wir haben hier einen Vierschritt. Der erste Schritt ist, wir bestimmen erstmal die y-Stelle. Also wir berechnen f von minus 1 ist 4. Also wissen wir, der Punkt ist minus 1, 4. Vielleicht auch nochmal hinschreiben. P ist minus 1, / 4. Das folgt daraus. Als zweites berechnen wir die Ableitung. Haben wir hier. Als drittes berechnen wir die Steigung der Tangente, das heißt die Ableitung an der Stelle minus 1. Berechnen wir, ist 5, also m ist 5. Damit können wir die Tangentengleichung schon so weit aufschreiben. Y ist 5 mal x plus c. Den y-Achsenabschnitt, den haben wir noch nicht. Dann gehen wir zu Punkt 4. Denn wir wissen ja, der eine Punkt, minus 1, 4, hier, der liegt auf der Tangente, also können wir das benutzen und ihn einfach einsetzen. 4 ist gleich 5 mal minus 1 plus c. Umgeformt ist c 9, also ist die Tangentengleichung y ist gleich 5 mal x plus 9. So, neben der Tangente an den Graph einer Funktion, was wir uns gerade angeschaut haben, wo wir jetzt wissen, wie man die Tangentengleichung aufstellt, gibt es noch eine weitere Gerade, die sogenannte Normale. Ich zeichne gerade hier die Normale an den Graphen in diesem Punkt P hier einmal ein. So, und die Eigenschaft der Normalen ist, sie geht durch diesen Punkt P und sie ist senkrecht zu der Tangenten in diesem Punkt. So, diese Normale ist auch eine Gerade. Insofern hat sie auch eine Gleichung der Form y gleich m mal x plus c. Und hier ist es jetzt so, die Steigung ist jetzt nicht mehr einfach die Ableitung an dieser Stelle u, sondern die Steigung ist jetzt minus 1 durch die Ableitung an dieser Stelle u. Das fällt jetzt einfach mal so vom Himmel. An der Stelle möchten wir euch kurz zeigen, warum das hier so ist. Wir schauen uns hier einfach mal die Tangente und die Normale an. Das ist sehr ähnlich wie in dem Beispiel gerade eben. Wir haben jetzt nur der Übersicht halber die Funktion weggelassen. Zunächst mal zu der Tangenten. Was hat die für eine Steigung? Wir schauen uns hier an von diesem Punkt aus. Wir gehen 1 nach rechts und 2 nach oben. Ich schreibe hier eine kleine 1 und hier eine kleine 2. Und damit haben wir die Steigung m
2 nach oben, upsa, und 1 nach rechts. Das, was man nach rechts geht, steht immer unten im Nenner. Was man nach oben oder nachher unten geht, steht im Zähler. Jetzt schauen wir uns das Ganze für die Normale an, deren Steigung. Wir gehen 1, 2 nach rechts und wichtig, minus 1 nach unten. Und damit hat die Steigung m gleich. Wir gehen 2 nach rechts, unten steht dann, was immer rüber geht. Und wir gehen 1, allerdings nicht hoch, sondern runter, deswegen kommt hier noch ein Minus davor. Minus 1/2. So, und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, das hier oben könnten wir ja vereinfachen, zu 2, dann sehen wir, die Steigung der Normalen ist gerade 1 durch die Steigung der Tangenten und noch ein Minus rangehängt. Das als kleines Beispiel, warum wir das so machen können, wie eben gezeigt. Und hier könnten wir jetzt noch zur Vollständigkeit halber auch wirklich einzeichnen, Tangente und Normale senkrecht zueinander stehen, damit ihr das auch schön im Heft habt, mit unserem Zeichen, damit man das sieht, dass es sich hier um einen 90-Grad-Winkel handelt. So, auch dazu machen wir jetzt ein Beispiel, Beispiel 2. Die Funktion bleibt die gleiche wie im Beispiel 1, nur lautet jetzt der Auftrag, wir stippeln die Normale an den Graphen von f an der Stelle u gleich minus 1. Das könnt ihr jetzt auch mal gerade selber probieren, vor allem hier drauf achten und dann zeigen wir euch gleich, wie es geht. Die Lösung entspricht in weiten Teilen der von Beispiel 1. Zunächst mal die 1 und die 2. Genauso wie drüben, wir müssen erstmal den Funktionswert überhaupt an der Stelle bestimmen, das haben wir schon gemacht. Wir müssen die Funktion ableiten, das haben wir auch schon gemacht, da sparen wir uns jetzt die Arbeit. Die Ableitung an der Stelle minus 1 brauchen wir auch wieder. 5, genauso wie hier drüben. Jetzt kommt aber der Punkt, m ist nicht mehr einfach, die Ableitung an der Stelle, sondern gemäß dem, was wir vorhin überlegt haben, m ist minus 1 durch die Ableitung an dieser Stelle, das wäre 5, also minus 1 durch 5. Wir geben es hier wieder ein, schon mal ein erster Teil von unserer normalen Gleichung haben wir jetzt. Jetzt fehlt noch das c, dafür setzen wir wieder unseren Punkt minus 1, 4 in diese Gleichung hier ein und haben 4 gleich minus 1 Fünftel mal minus 1 plus c. Minus 1 Fünftel mal minus 1, dann haben wir 1 Fünftel. Wenn wir uns überlegen, 4 auf denselben Nenner gebracht, wären 20 Fünftel. Davon ziehen wir 1 Fünftel ab, damit es auf die andere Seite kommt. Dann haben wir für c 19 Fünftel und damit unsere normalen Gleichung y gleich minus 1 Fünftel x plus 19 Fünftel. Gut, dann übernehmt euch jetzt diese beiden Beispiele und die Zeichnung von oben ins Heft und dann kommen wir zur allgemeinen Regel. Also, wir bestimmen die Tangentengleichung im Punkt P mit den Koordinaten u und f von u. Sind wir genau die vier Schritte wie in den zwei Beispielen vorne dran? Erstens, Berechnung des Funktionswertes f von u. Wenn wir den berechnet haben, haben wir den Punkt P mit den Koordinaten, die dann halt rauskommen. Das stehen dann Zahlen. Alles, was hier in grün steht, da habt ihr dann Zahlenwerte. Als zweites, Bestimmung der Ableitungsfunktion f' von x. Als drittes, Berechnung der Steigung m gleich f' von u. Da setzen wir also u in die Ableitungsfunktion ein. Dann haben wir schon einen Teil der Tangentengleichung. Für m habt ihr schon eine Zahl stehen. C fehlt noch. Als viertes setzen wir den Punkt p von hier oben in die Tangentengleichung ein. So erhalten wir den y-Achsenabschnitt c und haben dann die Tangentengleichung y ist mx plus c. Wie gesagt, statt m und c stehen Zahlen da. Und dann habt ihr das. Wenn ihr die normalen Gleichungen wollt, ist es 1 und 2 ist analog. Bei 3 ist m gleich minus 1 durch f' von u. Und dann geht es wieder analog. Im Beispiel vorher habt ihr das ja einmal gerechnet. Es kommt gar nicht so oft vor. Wir kommen jetzt noch zu einer Übungsaufgabe, die entspricht der Aufgabe 4b auf Seite 33 im Buch. Wir haben eine Funktion gegeben, x hoch 3 minus 3x und die Aufgabe im Punkt p wird die Tangente an den Graphen von f gezeichnet. Berechnen Sie den Punkt s, an dem die Tangente den Graphen ein zweites Mal schneidet. Der Punkt p ist 0,5 und f von 0,5. Bevor es löst, ein kleiner Tipp. Zunächst mal genauso verfahren wie in den Beispielen vorher. Ihr bestimmt die Tangente an den Graphen in diesem Punkt. Und als zweites nehmt ihr die Gleichung, die ihr da herausbekommen habt und schaut, wann schneidet diese Gleichung noch diese Funktion.
Und das Zeichnen schenkt ihr euch, ihr braucht sie gar nicht zeichnen. Wenn, könnt ihr es mal im GTA gucken, wie es aussieht. Genau, probiert es einfach mal aus und dann zeigen wir euch gleich die Lösung. So, hier taucht jetzt die Lösung nicht direkt auf, sondern wir wollen euch zeigen, wie das Ganze auch mit dem GTR funktioniert. Ja, genau, der hier, Herr Fähnrich. Mhm, danke. Und deswegen wollen wir ein paar Schritte hier mit euch gemeinsam machen. Ja, es reicht dann. Okay, zunächst mal wieder dieselben Schritte zur Bestimmung der Tangentengleichung. Wir haben die Funktion schon mal in unserem Graph-Menü eingegeben, lassen uns die zeichnen, so, und bestimmen jetzt den Funktionswert an der Stelle 0,5 über die Trace-Funktion 0,5 und haben unseren Funktionswert. Den tragen wir uns jetzt drüben ein. Minus 1,375. So, jetzt brauchen wir noch die Ableitung an der Stelle 0,5. Bisher haben wir es jetzt so gemacht, wir hätten jetzt die Ableitungsfunktion zeichnen lassen und dann über Trace rausgefunden, was ist deren Wert an der Stelle 0,5. Wir zeigen euch jetzt eine Möglichkeit, mit der es etwas schneller geht. Herr Fähnrichs Idee war das übrigens, nicht meine. So, das Ganze bekommen wir über Shift, Menü. Dort gibt es einige Einstellungen, die wir jetzt verändern müssen. Und zwar runter auf Derivative, hier, da steht Off, und das schalten wir über F1 On. Dadurch hat sich jetzt das Folgende verändert, wenn wir es zeichnen und wieder über Trace unsere Stelle 0,5 machen lassen, dann bekommen wir jetzt nicht nur den Funktionswert, sondern automatisch auch die Ableitung der Funktion an dieser Stelle angezeigt, minus 2,25. Das heißt also, unsere Steigung der Tangenten ist minus 2,25. Und hier haben wir die Steigung auch schon wieder in unsere Funktionsgleichung eingesetzt. So, jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Wir müssen C berechnen und da hilft uns der GTR erstmal nicht weiter. Wir müssen das einfach wieder einsetzen, wie zuvor auch. Ich habe hier den y-Wert des Punktes minus 1,375 eingesetzt und hier den x-Wert 0,5. Wir lösen das Ganze danach c auf und erhalten für c minus 0,25 und damit ist unsere Tangentengleichung vollständig. So, Vorsicht, jetzt ist die Aufgabe noch nicht zu Ende, denn es soll ja ein Punkt s bestimmt werden, an dem die Tangente den Graphen der Funktion ein zweites Mal schneidet. Das könnt ihr jetzt vielleicht nochmal probieren, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt und dann zeigen wir euch noch schnell, wie das funktioniert. Um den Schnittpunkt zu bestimmen, müssen wir die Tangentengleichung und die Funktion gleichsetzen, danach x auflösen. Müssen wir jetzt aber hier nicht von Hand machen, das machen wir auch mit dem GTR. Wir haben hier im Graph-Menü, jetzt bin ich ganz zu weit, so, im Graph-Menü neben der eigentlichen Funktion auch die Funktionsgleichung der Tangenten eingegeben. Lassen uns beide mal zeichnen, so hier. Da sehen wir jetzt in den Bereichen, wird es jetzt ziemlich ungenau, deswegen zoomen wir einfach mal rein, zur Erinnerung F2 für Zoom. Und dann F3 in, dann müssen wir das mit Exe bestätigen. Ist schon besser, wir gehen aber nochmal eins ran. Zoom, in und Exe. Und jetzt sehen wir recht deutlich, wir haben unsere Tangente an den Graphen im Punkt 0,5 minus 1,375. Und diese Tangente schneidet tatsächlich die Funktion an einem zweiten Punkt. Und den bestimmen wir jetzt über G-Solve und Intersection gerade nochmal die F5. Und dann haben wir unseren Schnittpunkt, minus 1, 2. So, das ist jetzt die eigentliche Lösung der Aufgabe. Insofern unterstreichen wir das Ganze auch noch. Gut, das war's für heute. Heute nur eine Übungsaufgabe. Die übernehmt ihr bitte aber auf jeden Fall auch ins Heft. Und wir werden dann in der nächsten Stunde weitere Übungen zu den Tangenten machen. Bis dann, ciao. Tschüss.